Frage an Radio Erivan. Ich habe gehört, dass bei uns nicht mehr so viele Betten produziert werden wie früher. Stimmt das? Antwort: Im Prinzip ja. Wozu auch? Die Intelligenz ist auf Rosen gebettet, die Aktivisten ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus, die Arbeiter, Bauern und Soldaten halten Friedenswache, der Klassenfeind schläft sowieso nicht und der Rest, der sitzt halt. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Mal wieder, wie es halt in der Studiumszeit so irgendwie gang und gäbe ist bei mir, zu einer recht späten Stunde. Und es ist mal wieder so, dass ich alles geben muss, um dass die Folge hier rechtzeitig erscheint. Ich liebe es, wenn ich so unglaublich gut in der Zeit bin. Und deswegen habe ich auch schon mal ausgedacht, was wir heute machen werden. Denn wir werden heute. Eigentlich war Tür Ostra geplant. Aber wir werden uns eher dem Kirin widmen. Bei dem habe ich gerade nämlich nochmal nachgeschaut. Der hat sogar Schwächen. Und zwar einerseits Feuer, da vor allen Dingen auf dem Kopf. Andererseits ebenfalls auch noch Wasser am Rest des Körpers. Und ich will gerade mal ganz kurz schauen. Theoretisch, ja, Wasser kann die Armbrust nicht schießen. Ich dachte, die können das auch. Na gut, ich schau mal, ob ich irgendwie eine Wasserwaffe habe. Also Eis habe ich definitiv. Die Odyssee-Klinge. Ja, lass mal schnell noch so eine himmlische Radiant-Schuppe farmen und dann können wir die auch benutzen. Wupp, wupp. Irgendwie noch. Ja, Meeresabgrund. Sehr geil, da haben wir endlich mal einen Grund, die Waffe zu benutzen. Ich habe zwar mit Gewehrlanze, wie ich es so ziemlich jedes Mal sage, noch nicht so häufig gegen das Monster gekämpft, aber na gut, da geht's halt gegen Kirin mit Gewehrlanze. Ich meine, mehr als schief gehen kann es ja mal wieder nicht. Und damit können wir hier unser Bestes geben. Ich weiß zwar auch noch nicht, wo das sein wird, aber da rüsten wir uns heute mal ausnahmsweise nicht bei Specky aus. Das heißt, man muss auch mal nicht sein ganzes Grunzen immer hören. Nein. Wir rüsten uns mal ruhig in der Online-Halle aus, weil da kann ich vorher noch gucken, was wir so brauchen. Und das könnte durchaus definitiv hilfreich sein. Ich habe eigentlich überlegt, eigentlich habe ich hier von meinem Geburtstag noch so eine schöne Apfelsaftflasche von selbstgemachtem Apfelsaft, ne? Es ist schon geil, wenn man so Freunde hat, die auf dem Dorf leben und wo dann die Eltern sogar selber, also Äpfel pflücken, sammeln und dann zum Äpfelsaft machen geben. Sehr schön. Das ist durchaus verdammt lecker. Doof bloß, wenn man keine Flaschenöffner hat. Da bin ich auch schon mal nachts hier gewesen. Kam da gerade von diesem Kumpel. Der hat mir sogar freundlichsterweise ein paar Flaschen mitgegeben. Und ich muss euch mal ganz kurz wegstellen. Seht ihr, ich habe eine Hose an. Dort, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Warte, muss ganz kurz drehen. Genau. Dort habe ich versucht, diese Flasche aufzumachen. Also nicht diese, aber so eine Flasche. Ja, manchmal bin ich schon eine Flasche, was meine Ideen angeht. Und das hat dementsprechend, wie ihr seht, nicht gut funktioniert. Jetzt muss ich das ganz kurz ordnen. Es tut mir leid. Komm, komm. So. Ich hoffe, ich bin immer noch halbwegs gerade anzusehen. So, ja. Man muss ja nicht immer schnell spielen. Man kann auch mal langsam ein bisschen ein Intro geben. So, ne. Ja, ich habe da halt, kam nachts nach Hause und dachte mir, yo. Jetzt ein bisschen Apfelsaft wäre geil. Du hast die Flasche mit, du hast Durst, also machst du das jetzt. Und dann habe ich halt versucht, schlausterweise das mit dem Tisch zu öffnen, weil ich mir dachte, yo, jetzt hast du schon mal gesehen, wie Leute das gemacht haben. Ich muss ja ganz kurz wirklich hier jetzt mal unprofessionellsterweise hier nochmal mein Gesicht fokussieren, damit ihr die Schärfe in Person vor euch habt. Braucht man noch irgendjemand, der für mich die Schärfe darstellt? Habe ich irgendwo Tabasco-Soße oder so? Verdammt. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, hier, ich habe versucht. Ich habe echt keinen Kraftsamen mehr. Oh, gut, dass ich das letzte bisschen nicht gebraucht habe. Verbraucht habe, gebraucht habe ich es schon. Als ich meinen Eltern erzählt habe, hier, yo, ich habe damit versucht, die Flasche aufzumachen.
Die erste Reaktion von meiner Mutter war, sage mal, warst du bekifft? War ich nicht, aber ja, die kennt mich scheinbar noch nicht lange genug nach jetzt 20 Jahren. Da kann man sein Kind auch schon mal falsch einschätzen. So, den Farbball nehme ich mal vorsichtshalber mit. Haben wir noch mehr? Natürlich nicht. Also ich muss mal wieder auf Low-Rank Farbbälle sammeln gehen. Ganz, ganz wichtig, dass man immer ein paar Bällchen einstecken hat. Mindestens zwei. Deswegen kriegt man wahrscheinlich auch immer zwei am Anfang der Quest. Was wir auf jeden Fall noch brauchen werden, sind natürlich Megatränke. Und so wie es mit unserer Honig-Situation momentan aussieht, sollten wir auch noch Honig mitnehmen können. Wunderschönchen. Ich glaube, ich habe auch Kräuter das letzte Mal noch verbraucht. Genau. So, Dämonenmittel und so können wir jetzt natürlich nicht machen, weil ich zu faul bin, noch anzubauen. Das heißt, wir lassen das mal sein. Ich darf einfach nicht sterben, dann geht das in Ordnung. Bombenmaterial kann noch weg. Sleep-Bombing war ja wie immer eine doch recht machbare Taktik beim Kirin. Allerdings auf G-Rank denke ich nicht mehr. Weil es ist halt G-Rank. Das Ding hat mehr Leben, als ich irgendwie den wegsappen könnte. Ich glaube, Heißgetränke könnten noch schaden, je nachdem, wo das Ding hinrennt. Könnten noch nicht schaden. So. Ja, Heißgetränke können immer schaden, natürlich. Wenn man sie nur hart genug wirft, machen sie auch definitiv ein bisschen Schaden. So, ganz wichtig. Ich habe mir auf die Zunge gebissen, deswegen klinge ich wahrscheinlich ein bisschen komisch, weil ich habe immer wieder, wenn ich rede, so eine Schwellung in meinen Zähnen. Das ist irgendwie ziemlich verhakend. Das eine war mit Götterkäfern, ne? Habe ich noch Impfstoff? Ja. Einen alten Trank haben wir also noch. Das ist doch schon mal ein Anfang. Was war das nochmal? Genau, das war die Kraftpille. Stimmt, ich habe ja noch genau einen Kraftsamen mir gerade eben wieder zurückgelegt. Und jetzt will ich eigentlich noch Maxi-Tränke haben. Das sieht aber nicht wirklich gut aus. Gerade wenn ich so meine Käfer sehe. Ah, einen haben wir halt noch, aber davon wird die Kuh jetzt auch nicht mehr fett. Aber na gut, wir haben sowieso ein Plätzchen frei, also lass uns den mal benutzen. Mehr als Schaden kannst du ja mal wieder auch hier nicht. Sehr schön. Jetzt noch ein paar. Ja. Jetzt definitiv noch ein paar Lebenspulver. Wofür ich glaube ich auch Götterkäfer brauche. Sehr geil. Die sollte ich mir wahrscheinlich demnächst mal wieder nachkaufen. Yep, da hätte ich auch Götterkäfer gebraucht. Wunderschön. Das heißt, wir gehen ohne komplette Ausrüstung hier in den Kampf. Immer wieder schön. Und da wird es mir in die Schuhe geschoben, weil ich so scheiße spiele. Nein, es sind die Items, die fehlen. Und nicht andersrum. Ja, Psychoserum, wenn wir einmal Platz haben, rein damit. Und dann hoffen wir mal, dass wir lang genug überleben, um dann gegebenenfalls den Vorrat abzuwarten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, hoffe ich, dass Honey so richtig schön in die Flöte pustet. Das wäre bessere Geste gewesen, egal. Und da fängt sie doch schon mal perfekt an. So gefällt mir das. Da können wir doch direkt mal ein bisschen fressen. Es sieht hier sehr unkirinig aus. Dankeschön, Honey. Sehr, sehr freundlich von dir, mir erstmal ein Smack Relays mitzugeben. Psychoserum, wo müssen wir denn hin? Wir müssen, wir sind gar nicht so weit weg. Panzerhaut und Kokage hält sowieso die Ewigkeit. Mal ganz kurz gucken. Wir haben 644 Angriff. Nehmen Heißgetränk. Oh mein Gott, unser Angriff erhöht sich nicht. Es ist Wahnsinn. Okay, also Essen und Honey zusammen erspart uns das Dämonenmittel. Gut, wissen wir das. Das heißt, wir brauchen demnächst kein Dämonenmittel mehr, solange Honey ein bisschen flötet. Jetzt aber Konzentration auf den Kirin. Kirin G-Rank haben wir ja, glaube ich, auch schon ein bisschen gemacht. So ab und zu ein paar Mal. Erstmal backt er sich natürlichst in die Wand. Alles andere würde ja auch nicht zu einem Drachenelzen passen. Und es war ja so, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, denn je nach Bewegung des Kirins kann man ja erahnen, beziehungsweise man weiß sogar, was sein Angriff sein wird. Das heißt, wenn man nicht ganz grenzdebil ist, also nicht ganz ich ist, dann sollte man und dann kann man es auch eigentlich sehr gut hinkriegen, den Kirin beinahe, vielleicht sogar ohne Schaden Platz zu machen. Da ich ihn aber jetzt nicht täglich dreimal mache, ist das doch durchaus schwierig. Ich finde es gerade echt geil, dass die Gewehrlanze so groß ist. Ja, ich weiß, Sino freut sich über große Gewehrlanzen. Freude ist wieder groß. Aber tatsächlich ist es wirklich so, denn
Ich kann den angreifen. Fuck. Schlagt mich, schlagt mich! Mann, ich will doch nur ein bisschen Schaden kriegen. Warum lasset ihr mich da? Alter, böser Angriff. Damit nicht in Frieden. Schlaget mich zu Tode. Und nicht schon wieder. Es hat doch gerade schon. Okay, auf Honey geht in Ordnung. Also, wie gesagt, wenn man ein bisschen aufpasst, sollte es eigentlich kein Problem sein. Und deswegen werde ich das auch mit den kleinen Viecher hier töten, weil genau die lenken mich nämlich dabei ab. Sehr schön. Ich habe jetzt auch schon gemerkt, es gibt hier ein paar Angriffe, die anders sind als auf High Rank. Gerade dieses nach vorne stürmen mit blitzenden Donnern an der Seite, also der Volt Tackle, effektiv Volt Tackle, ist tatsächlich ein neuer Angriff, denke ich mal. Auf den sollte ich mich ein bisschen mehr vorbereiten, genau wie ich den Angriff hasse, weil ich da immer versuche, währenddessen anzugreifen und dabei jedes Mal verkacke. Aber was soll's. Erstmal nachladen. Easy peasy. Ich kann den Stoßangriff auf jeden Fall schon mal blocken. Mit einem stark genugen Diaphragma ist das absolut gar kein Problem. Und der Donner macht auch kaum Schaden. Steh auf. Nicht durchfliegen. Aber Kirin an sich macht durchaus ziemlich elektrisierenden Schaden. Und der sollte ein Wortwitz werden. Denn er ist elektrisch! Hallo Pikachu! Es ist ein Ponita mit Donnereigenschaft. So sieht's aus. Oder halt ein weiß gewordenes Blitzer. Das könnt ihr euch alles komplett selber aussuchen. Und der eine Gameplay geht mir jetzt schon auf den Senkel. Weil er mich vorhin so wunderschön paralysieren musste. Ist ja nicht so, dass ich gegen scheiß Donnervieh kämpfe und dass der Paralyse so ein bisschen doppelt gemoppelt werde. Nein! Hier müssen natürlich noch Gameplays rumrennen. Um den Donner perfekt zu machen. So, ich finde das natürlich jetzt auch ein bisschen sehr schlau von mir, mit einer wunderschönen langsamen Gewehrlanze gegen ein Pferd zu kämpfen. Gut, grundsätzlich sind ja Lanzen sehr gut gegen Pferde. Da kommt schon wieder ein neuer. Meine Güte, da kommt es mir fast hoch, wenn ich den sehe. Bitch, please, gonna pluck your shit. Ich bin Kämpfer, ich muss aus dem Hinterhalt springen. Ganz klar. Und Kirin denkt sich, fuck it, ich greife auch nochmal an. Because why the fuck not? Okay, aber es ist nicht mehr wütend. So viel zu dem Thema. Und der Angriff ist natürlich richtig geil. Da muss ich nicht mal ausweichen, kann ich sogar direkt im Angriff weitermachen. Ein typischer Sinu, hier mal wieder zu begutachten. Ich hoffe, ihr freut euch über diese Kompetenz, diese geballte Energie von Geilheit, die ihr hier immer wieder geboten bekommt. Aber was soll's. Solange wir besser sind als ein gottverdammtes Pferd, ist alles in Ordnung. Wir haben zwar schon 5 Megatränke verbraucht, nach für geschätzte 25 Minuten, die wir kämpfen werden, wenn nicht sogar länger. Alter! Kirinchen, was soll das? Kiri, 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 hast du mir ein bisschen Käse geklaut? Übrigens hier nochmal Schleichwerbung für Kiritos EP, nur zu empfehlen. Ist ein ganz witziger Geselle. So, ich habe noch Panzersamen mit dabei. Die sollte ich definitiv schlucken. Denn so ein paar Sämchen im Mund tun eigentlich immer ganz gut. Immer mehr Proteine. Könnten nicht schaden. Seht ihr, wie wenig Schaden ich bekomme? Ne, Panzerhaut habe ich jetzt. Ne, absolute Verteidigung. So muss das. Und der scheiß Gameplay geht mir echt auf die Nerven. Es ist zwar nur einer, aber trotzdem. So. Kirin scheint zu wechseln, auch wenn er sich da... Nein, okay. Er hat sich nur verbuggt. Wunderschön. Allerdings beim Versuch zu wechseln, dahingehend hatte ich recht. Und wir haben noch 2 Megatränke. Yes, Bitches. Geil. Und Melinxe, natürlich. Was hat in diesem Kampf noch weniger gefehlt als Melinxe? Und Remobras. Yes, man. Ist klar. Scheiße. Da hätte ich mich eigentlich nur umdrehen müssen. First Die Incoming, würde ich mal kurz sagen. Aber wenigstens Donner sehr effektiv gegen Flug. Also mit etwas Glück macht Kirin die Typen hier
weg, bevor sie mich vergiften. Ich sehe nichts, ich sehe nichts und ich bin erleuchtet. Verdammt. Normalerweise was Gutes, nicht wenn man gegen Kirin kämpft. Der liegt echt am Boden und wurde zu Tode gedonnert. Da wurde er zum ewigen Schlaf verdonnert, im wahrsten Sinne des Wortes, badumts. Und ich würde gerne nochmal probieren, ich glaube, die Donner konnte man nicht mit normalem Blocken blocken. Braucht man irgendwie Fähigkeiten für. Kirin ist wieder wütend, er rennt gegen Wände. Standard Kirin-Aktion, er ist zu schnell, um es selber mitzubekommen und rennt deswegen Ewigkeiten gegen Wände, während sein Gehirn noch versucht zu verarbeiten. Was mache ich hier eigentlich? Ungefähr genauso wie ich im Livestream gegen Kupferblagonga. Das passt so ziemlich 1:1. So, ich werde nicht zweimal sterben. Einmal reicht. Ja! Alter, der Typ hier auf G-Rank wütend ist echt so eine Kategorie für sich, ne? Muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Der rennt schneller als der Flash erlaubt. Kann man sagen, Flash-Player ist definitiv unterstützt bei ihm hier. Also hat er auf jeden Fall nicht iPhones. Fuck, ich hab's geahnt, dass es eine dumme Idee ist, aber ich wollte es trotzdem weiter probieren. Scheiße, nicht so viel labern, mehr spielen, meine Güte. Guck mal, ein Baum, der zufällig perfekt platziert wurde. Den Maxi-Trank sollte ich nicht benutzen, also ganz schnell feuchtfröhlich Megatränke nachkombinieren. Ganz, ganz wichtig. Die Spannung steigt. Wie viele Sekunden wird Sido noch überleben, bevor ihm auch das letzte Lebenslichtlein ausgeblasen wird? Die Frage zieht sich bis ins Unendliche. Na, natürlich. Man wird weder vom Kirinchen angestupst, weil es das kann. Seine liebste Aktion dahingehend hat der scheiß Donner mich gerade noch verfolgt? Ich hab's genau gesehen. Mit meinen eigenen Äuglein, wie das Donnerstückchen mir noch hinterhergerast ist. 2 Millimeter und die haben mich noch getroffen. Bin ich sicher. So, du bleibst jetzt da stehen. Jo, sehr schön. Nicht ganz so schön, aber ich konnte halt mit meiner schönen Gewehrte da nichts machen. Steph incoming. Schaffe ich es noch weg? Wenn ich jetzt die Waffe einstecke, auf jeden Fall nicht mehr. Ist hier nicht schon Schluss? Na, das mache ich mit Waffe einstecken und Schlag. Normalerweise wird man beim Angriff immer rausgehauen. Wie viele Kilometer? Alter Schwede. So, ein Stückchen Leben noch. Geht das Ding hier noch, wollte ich eigentlich fragen. Würde sagen, definitiv guter Start. Nur 3-4 Mal Herzkasper bekommen, alles noch in Ordnung. Noch ist alles mit drin, wenn jetzt Honey wenigstens Dankeschön das Flötchen spielen würde, bin ich absolutistisch zufrieden. Wunderbar. So, Kirin steht jetzt aber auch wieder grandios. Rennt noch ein bisschen gegen die Wand, denkt sich, ja, gegen die Wand ist der Typ ja auch gerannt und ist weggekommen. Lass das mal auch probieren. Wäre schön, wenn ich den noch sehen würde. Damit ich weiß, was er macht. Okay, ist wieder normal. Ist schon mal ein Anfang. Ich kann leider ja auch nicht darauf hoffen, dass der Typi wegrennt, also abhaut. Das wird Kirin ja nicht machen. Es passt einfach nicht zum Thema letztes Einhorn, das Wegrennen. Das muss einfach bis zum Ende kämpfen. Och man. Und natürlich, ernsthaft, wo ist das hin? Fucking serious? Das Kirin kann fliegen. Ja, natürlich. Magical Pony flying through the skies. Weil es ist einfach ein Einhorn und ein Körn halt fliegen. Auch wenn sie nicht rosa, rot, pink und rot leuchtend sind. Es ist ein Einhorn. Es hat das Fliegen einfach im Blut. So auch dieser Kirin. Herrscher des Donners wird selber zu einem und ist einfach weg. Schade, dass meine Kameraführung mal wieder beschissen wie eh und je war. Ansonsten hätten wir ein Kirin fliegen sehen können. Sah wahrscheinlich ungefähr so aus. Willst du jetzt noch wieder zurückkommen oder denkst du dir, nein, das geht in die andere Richtung. Was gerade den Gypsoros-Style war, hat der sich von dir abgeguckt. Ein bisschen Copyright.
Fuck you-Verletzung dabei gewesen, aber alles gut und schlecht. Also ich hasse es, wenn das Vieh wütend ist. Ich hasse es allgemein, wenn Monster wütend sind. So, immer meine schlimmsten Momente Monster Hunter. Oh mein Gott, das Monster ist wütender, als ich jemals sein werde. Und ist dabei Rage gegangen. Und ist genauso wie wenn Hulk wütend wird. Das will man einfach nicht erleben. Ja? Sehr schön, es ist zum ersten Mal umgefallen. Von 5 Mal. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Ich schätze meine Chancen sehr, sehr hoch ein, wie ihr merkt. Wird immer besser, der Kampf. Ich hätte mir vielleicht mehr High-Items mitnehmen sollen, auch wenn ich nicht wüsste, wie ich das hätte machen können. Wollte schon sagen, es war eine dumme Idee, da direkt reinzurennen. Gut, dass ich nochmal abgewechselt habe.